Wir wissen, dass wir alle in Zukunft mehr Energie benötigen. Das heißt, es muss aber auch mehr Energie nachhaltig in Salzburg produziert werden. Allerdings kann man Kraftwerke nicht an jeder x-beliebigen Stelle bauen und der Platz im Bundesland Salzburg ist auch nicht unendlich vorhanden. Aus diesem Grund setzt die Salzburg AG auf die Flexibilisierung bestehender Kraftwerke, wie am Beispiel Diesbach im Pinzgau. Und das im Einklang der Natur. Das bedeutet, dass aus einem bestehenden Speicherkraftwerk ein Pumpspeicherkraftwerk entsteht, mit modernster Technik. Aber schauen wir uns mal an, wie so ein Pumpspeicherkraftwerk funktioniert. Das Wasser kommt wie bei jedem Speicherkraftwerk ganz normal vom Speichersee, läuft durch die Turbinen und erzeugt Strom. Danach ist das Wasser in die Saarlach geflossen. In Zukunft wird das Wasser im sogenannten Unterbecken zwischengespeichert. Bei Bedarf wird es dann durch die Matrixpumpen wieder in den Speichersee gepumpt. Im Frühjahr 2017 gab es für die Erweiterung zum Pumpspeicherkraftwerk den Spatenstich und den Beginn einiger Herausforderungen, wie wir noch sehen werden. Aber jetzt alles der Reihe nach. Als erstes wurde mit den Arbeiten an der Pumpenhalle begonnen. Das Fundament wurde gemacht und das Gerüst der Halle gefertigt. Danach ging es schon mit der Lieferung der sogenannten Windkesseln los. Diese Windkessel muss man sich vorstellen als große Druckausgleichsbehälter, die uns helfen, die Belastungen auf das Leitungsnetz, das ja dort bei einem Wasserkraftwerk, wie es so üblich ist, mit hohen Drücken konfrontiert ist, zu reduzieren. Und dieses Einheben der tonnenschweren Windkesseln war eine komplizierte Geschichte. Millimetergenau wurden die Kesseln an ihren Standort gehoben. Ein Nervenkitzel für alle Beteiligten. Im Herbst 2017 wurde der Stausee im Steinernen Meer entleert. Dadurch konnte man zum Stollensystem, das unter dem Wasserspiegel liegt, vorrücken und dieses erweitern. Diese Maßnahmen haben wir im Zusammenhang und in Zusammenarbeit mit den lokalen Fischern durchgeführt, um den Fischbestand im Stausee möglichst zu bergen. Danach wurde mit den Arbeiten am Unterbecken begonnen. Das Unterbecken hat die Funktion, das Wasser nach der eigentlichen Stromerzeugung zu speichern, um es später bei Bedarf wieder in den Stausee zu pumpen. Der Bau des Energiespeichers Diesbach bedingt auch, dass wir das bestehende Kraftwerk für ein halbes Jahr vom Netz nehmen. Die Teile kommen zu uns, natürlich nach jahrelangem Einsatz, verschmutzt, verschlissen, mit Schlamm, mit Dreck behangen, und die werden dann zerlegt bei uns, die werden gereinigt, die werden, wenn es erforderlich ist, werden Teile aufgeschweißt, werden Sand gestreut, werden kommt ein Korrosionsschutz drauf. In der Pumpenhalle wiederum wurden die 24 Matrixpumpen installiert. Eine dieser Pumpen hat eine Leistung von ca. 1,23 Megawatt. Wenn alle laufen, bekommt man 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Stausee. Das entspricht ca. 22 Badewannen pro Sekunde. Wir haben uns hier in diesem Fall für dieses Konzept entschieden. Es ist ein komplett neues Konzept, dass man so viele Pumpen auf einmal zusammenschließt. Das ist ungewöhnlich, aber es gibt uns in diesem Fall die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse vom Strommarkt ganz kurzfristig und gezielt reagieren zu können. Das heißt, wir können uns jede Pumpe zu- und wegschalten und damit die Leistung des Kraftwerks in ganz feinen Schritten regeln. Im April 2018 wurde das Unterbecken nun fertiggestellt und es zeigt sich in seinem vollen Ausmaß. Das Besondere an diesem Unterbecken ist, dass es eigentlich zur Umgebung nicht abgedichtet ist. Also es spiegelt sich mit dem Grundwasser aus und wir können da diesen Pegel, so wie man hier sehen, ungefähr um 2 Meter anheben bzw. um 2 Meter absenken. Das Unterbecken hat ein Fassungsvolumen, ein nutzbares Volumen von ungefähr 42.000 Kubikmetern. Im Turbinenbetrieb fließen maximal 4 Kubikmeter in der Sekunde zu. Und im zukünftigen Pumpbetrieb werden dann maximal 3,3 Kubikmeter pro Sekunde aus diesem Becken entnommen werden. Mittlerweile wurde eine Turbine, die zur Stromerzeugung dient, wieder in Betrieb genommen. Auch die 24 Matrixpumpen werden für die Rückführung des Wassers auf den Berg zum Stausee getestet.